Gottag, auch willkommen, Jade Wenner, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit Norwegen. Und mir ist gerade mal was aufgefallen. Ich habe nämlich eben gesehen, dass der Livonische Orden unsere Unabhängigkeit unterstützt. Wie ist denn das dazu gekommen? Nee, doch nicht. Ah, Moment mal, hä? Unterstützt Unabhängigkeit von Norwegen? Doch, da ist es. Hä? Ganz, ganz komisch. Verbündet mit Riga, Moskau und Hansebund. Unterstützt uns Moskau auch? Ach, schön wäre es gewesen, ne? Moskau noch nicht. Moskau noch nicht. Das machen die halt nicht, weil wir sie noch nicht so kennen. Aber ich glaube, das hat etwas mit diesem Bündnis zu tun, weil das Rivalen von Dänemark sind. Es sind Rivalen von Dänemark. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken, wer ist denn noch ein Rivale von Dänemark oder ein Feind von Dänemark. Da müssen wir mal gerade schauen. Hier ist es nämlich auch. Polen hatten wir, meine ich, mal gefragt. Kann das sein? Oder sind das automatisch die Rivalen? Jedenfalls, Riga ist nicht dabei. Ist aber in einem Bündnis mit dem Livonischen Orden. Und der Hansebund, der ist mittlerweile mit dabei und würde auch unsere Unabhängigkeit unterstützen. Also vielleicht sind es auch ganz, ganz, ja, ich würde mal sagen, so hart gecodete Koalitionen, die für uns gar nicht so unmittelbar wirken, sondern die zu einem ganz, ganz erheblichen Teil wohl auch aus der Rivalität einfach zu Dänemark resultieren. Wir schauen nochmal gerade hier. Das ist jetzt der Diplomatie-Modus. Und wir sind jetzt gerade bei Dänemark. Und dann, das ist eine Staatsehe mit Dänemark. Die haben eine Staatsehe und da, nee. Das ist merkwürdig. Moment, da müssen wir nochmal reingucken. Also nochmal Diplomatie. Ah ja, nee, da sehen wir auch, wo sie hier Ansprüche drauf haben. Oldenburg verbündet mit Dänemark und so weiter. Das sind die Bündnisse. Dann gehen wir nochmal auf die Meinungskarte. Ja, der Livonische Orden unterstützt also uns gegen Dänemark, weil sie Dänemark nicht leiden können. Dummerweise sind das noch viel zu viele andere Länder. Ach, guck mal hier, Wales. Mag Dänemark auch nicht. Aber die haben noch eine neutrale Haltung gegenüber Dänemark. Also sie sind ihnen gegenüber nicht feindlich, ja. Wir sehen hier auf jeden Fall, dass Dänemark sehr stark, also Holstein hier annektiert hat. Und wir sollten auf jeden Fall versuchen, derartiges für unsere Unabhängigkeit zu nutzen. Viele haben auch gemeint, oder einer hat gemeint, macht doch mal die politische Karte aus, das graue Norwegen, das sieht irgendwie so ätzend aus. Das ist nicht ganz unrichtig. Wir können natürlich die Koalitionskarte nehmen, dann sind wir blau in Norwegen. Upsala, halt mal, Moment, da wollte ich eigentlich, obwohl, da wollte ich nachher noch hin. Da gucken wir gleich nochmal. So, wir gehen nochmal erst auf die politische Karte. So, was geht denn hier jetzt für einen Krieg ab? Besetzt durch Trier. Das ist krass, okay. Besetzt durch Frankreich. Uiuiuiui, Burgund ist am Arsch. Ja, Burgund ist fertig. Also man muss sagen, das Heilige Römische Reich hier, das strebt ziemlich schnell auf, muss man sagen. Warum kann mich Sachsen eigentlich nicht leiden? Ketzerische Religion, okay, die sind Protestanten, wahrscheinlich dann schon komplett. Es wäre natürlich schön. Feinde, Portugal, das ist auch interessant. Wales, Frankreich und Navarra. Holstein verbessert die Meinung gegenüber England, ja. Bündnis mit Aragon. Es wäre natürlich schön, aber was haben wir denn hier? Hat Kriegsgrund Eroberung gegen Norwegen. Die haben Kriegsgrund gegen uns. Das ist wahrscheinlich dann eben ein ganz, ganz starker Punkt, warum die uns auch nicht unterstützen, wenn hier da hat feindliche Haltung gegenüber Norwegen. Das ist halt das Problem, weil die Schottland so schnell erobert haben. Das war natürlich ganz gut für uns, weil damit ein direkter Rivale von uns ausgeschaltet wurde, aber halt, ne, ist halt auch England. Ihr seht, die sind schon ziemlich groß, ne?
Die werden uns auf jeden Fall auch nicht unterstützen. Okay, also normalerweise so ein klassischer Move ist, dass man sich halt mit England alliiert und dann gegen Dänemark vorgeht. Oder eben also die Unterstützung Englands halt auf jeden Fall versucht sich zu sichern, damit man gegen Dänemark und Schweden effektiv Krieg führen kann. Ich sehe übrigens auch gerade, shit, fuck, ey. Ey, Schweden hat echt eine Riesenarmee, 24 Mann. Beziehungsweise 24 Regimenter, das ist heftig, das ist richtig heftig. Flottentechnisch geht bei uns noch einiges, Disziplin ist also gut bei uns. Verteidigung ist ganz okay bei uns. Durch den Prestigewert, okay, Militärtaktik 1,5, ja. Da kann man noch ein bisschen was tun. Wir vergleichen uns nochmal schnell vom technischen Level her 10, 10, 10 zu 10, 9, 10 und 9, 11, 9. Da würde ich jetzt mal sagen, da müsste eigentlich Schweden die schlechtere Infanterie haben. Da müsste Schweden noch eine schlechtere Infanterie haben. Das Problem ist halt, ein Teil unserer Truppen ist noch in den Kolonialregionen gebunden. Und nicht mal, also, und wir brauchen halt wirklich jeden einzelnen Mann. Wenn wir wirklich hier gegen Dänemark kämpfen wollen. Wo bist du denn gerade auf dem Weg dahin? Du willst aber da hoch, ne? Nach Martinique. Dann holen wir dich nämlich mal wieder zurück. Ich glaube, die brauchen wir gar nicht mehr so dringend. Oder gehen wir hier unten noch ein bisschen kundschaften? Können wir auch machen. Kundschaften wir erst noch hier den Kontinent, diesen Subkontinent aus. Und das ist eigentlich kein Subkontinent, das ist ein regulärer Kontinent. Den kundschaften wir noch aus und dann schauen wir mal weiter. Das machen wir noch, ja. wir gehen mal in die Militärstatistik. Also das empfiehlt sich wirklich immer hier ab und zu mal reinzugucken. Und die Sachen natürlich alphabetisch zu ordnen. Also wir sehen Dänemark momentan. 10.000 Paar Soldaten. So gut wie keine Rekrutenreserven. Auf jeden Fall eine super Situation für uns. Problemfaktor Schweden. 22.000 Mann. Davon 2000 Artillerie und 15.000 Mann Rekrutenreserven. Das Problem ist halt, wenn wir jetzt Dänemark den Krieg erklären, würden uns zuerst Norwegen angreifen. Wir haben halt schon mal den Vorteil momentan, dass wir ein bisschen Geld durch unsere Kolonien bekommen. Ein bisschen. Ja, was machen wir am besten? Also, es ist so, man kriegt bei einem Unabhängigkeitskrieg einen sogenannten Ticking War Score. Das heißt, das sind also, es ist eigentlich egal, wie die Schlachten verlaufen. Nee, es ist nicht egal, wie die Schlachten verlaufen, aber ich versuche es mal möglichst einfach so zu erklären. Es ist relativ egal, wie die Schlachten laufen. Solange man seinen Ticking War Score hält, bekommt man Siegpunkte. Und diese Siegpunkte zählen nachher für die Friedensverhandlungen. Und der Ticking War Score wird bei uns vergeben dadurch, dass wir unsere Hauptstadt halten. Wenn wir die Hauptstadt halten, bekommen wir einen Ticking War Score. Das muss man halt aber natürlich auch irgendwie schaffen. So, jetzt müssen wir nochmal gerade, gibt's hier nicht irgendwie so eine Enzyklopädie? Da müsste ich ansonsten mal reinschauen. Geschichte nicht. Provinz finden. Nee, da ist es nicht. Aber Moment, wir können mal gerade schauen. Wir sind momentan noch beim Militär. Ach ja, genau, wir gucken mal gerade. Schweden hat ein Truppenlimit von 17. Ach, schau mal da, die sind tatsächlich echt krass drüber. Die sind krass drüber. Was hat Dänemark für ein Truppenlimit? 16. Was haben wir denn für ein Truppenlimit? Warte mal, wir haben ein Truppenlimit von 18 momentan. Sekunde mal, jetzt bin ich verwirrt.
Tatsache, Truppenlimit von 18. Okay, wir haben momentan ein sehr großes Truppenlimit. So, jetzt schauen wir uns mal gerade Polen an. Polen ist bei 14.000 Mann, hat wieder eine relativ hohe Rekrutenreserve. Das merken wir uns mal. 14.000 Mann hat Polen. Dann der Hansebund. Der wäre cool, weil die haben relativ viele Schiffe, meine ich. Hansebund 10.000, 14.000 Mann Truppenreserve. Ich muss mir das aufschreiben. Wir kalkulieren jetzt mal. So, Leute, Entschuldigung, das wird jetzt ein bisschen langweilig, aber es wird gleich wieder spannend. Wir kalkulieren mal gerade unseren Unabhängigkeitskrieg. Also, Hansebund, abgekürzt HB, 14.000. Polen, abgekürzt PL, 14.000. So, wer unterstützt uns noch? War es Riga, war es, glaube ich, ne? Ist das korrekt? Nee. Livonischer Orden war es. Livonischer Orden. So, Livonischer Orden. Die sind relativ weit unten momentan. Mit, ich runde mal auf 10.000. Abgekürzt mit L-O. 10.000. Jetzt müssen wir natürlich noch die Marine finden. Dänemark. 9 Galeeren und 7 kleine Schiffe. Ja, und Schweden. Schweden. 8 Galeeren. Okay, das ist auch relativ wenig. Ich muss mal gerade einen Schluck Tee trinken. Bin momentan voll auf dem schwarzen Tee-Trip. Ist, ja, okay. Hansebund. Der Hansebund, der muss so eine große Flotte haben, oder? Der Hansebund, 11 Kleinschiffe, 4 Transportschiffe. Scheiße, die haben noch nicht mal ein einziges Kriegsschiff. Das ist nicht gut. Hat Polen überhaupt noch einen Hafenzugang? Ja, aber die haben echt ultra wenige Schiffe, okay. Und dann haben wir noch den Livonischen Orden. Die haben 7 Galeeren, die haben eine relativ große Flotte. Okay, gut. So, jetzt werden wir mal ein bisschen aggressiver. Sollen wir den Harald Leifsson, sollen wir den als Anführer für unsere Streitkräfte nehmen? Also wir gehen mit ihm auf jeden Fall hier St. Bartholomew, Guadeloupe, Martinique. Dann gehen wir mit ihm hier auf das Schiff. Und dann werden wir ihn mal nicht erkunden, dann lassen wir unsere Kolonialbestrebungen kleines, klitzekleines bisschen ruhen. Pommern erhebt Anspruch auf diese Provinz. Vielleicht bekommen wir Pommern noch dazu. Das wäre natürlich ganz, 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 ganz schön, ne? Und Brandenburg. Ketzerische Religion. Das ist auch alles. Aber vielleicht bekommen wir Brandenburg auch noch irgendwie mit da rein. So, da gehen wir jetzt mal ein bisschen Beziehungen verbessern. Wir sparen mal gerade ein bisschen Geld. Gehen wir mit dem Armeeunterhalt auf Minimum. Und dann werden wir mal diese Truppen hier, ich gehe mal ein bisschen langsam auf die Geschwindigkeit, werden wir dann mal zurückholen. Baumwolle wird jetzt in San Lucia produziert. Okay, cool. Baumwolle hat zwar nicht so einen hohen Preis. Ja, aber das liegt, glaube ich, daran, weil das Angebot momentan größer ist als die Nachfrage. So, und wir brauchen Patte, einem Transportschiff zuordnen. Und ab hier rüber. So, wir wollen auch noch ein paar Schiffchen bauen. Am besten natürlich Galeeren, denn Galeeren sind billig und kriegen halt einen Kampfbonus in Küstengewässern.
Eine Galeere kostet wenig Unterhalt. Und wir können im Endeffekt 8 Galeeren bauen. Okay, wir bauen Galeeren. Denn was wir versuchen wollen, ist halt Dänemark daran zu hindern, seine Truppen zu uns überzusetzen. Das ist nicht so schlimm. Wir können in eine Armee in eine Idee investieren. Wie sieht's aus hier oben? Sind wir derzeit 4 Jahre voraus? Was haben wir da? Spionageagentur und das Zollhaus. Das Zollhaus ist natürlich extrem gut. Das Zollhaus ist extrem gut. Ach, wir kriegen für die Kardinäle sogar noch eine Reduktion auf die Technologie. Ist das genial. Ne, wir stecken das mal in unsere Ideen. Wir reduzieren mal die Baukosten. Großes Problem für uns. Wir müssten eigentlich versuchen, hier die Grenzen zu befestigen, damit Schweden hier nicht durchrollen kann. Denn das ist das, was Schweden natürlich versuchen wird. Schau ich das mal an. Die rüsten direkt wieder auf. Dänemark auch. Wie geht denn das so schnell? Sind das Söldnerheere? Vermutlich. Okay. Aber gut. Wir haben ja ein bisschen was... Wir haben ja noch ein bisschen was an Möglichkeiten. Warum sind die Landsknechte so teuer? Machen wir mal nur hier die Schiffe fertig. Ja, das könnte man natürlich nochmal deutlich reduzieren, wenn man halt eine entsprechende... Wenn man ein entsprechendes Gebäude da hätte... Ja, den werde ich wahrscheinlich verlieren an Frankreich dann, wenn er tatsächlich in die Kurie gewählt wird, ne? Aber da balgen sich halt relativ viele Leute drum. So, da gehört er wieder uns. Ja gut, die Truppen haben wir da an Land. So, 11 Mann. Also hier können wir zumindest, wir müssten halt abwarten, bis Dänemark halt seine Truppen hier drüben hat und dann werden wir hier eine Blockade errichten. Das müssten wir eigentlich schaffen, wenn wir viele Galeeren haben, dürfte das eigentlich gehen. Ja, dann rüsten wir jetzt mal ein bisschen auf, ne? Sparen ein bisschen Geld, rüsten ein bisschen auf. Schließ den Auflösungsakt. Norwegen hat Wirtschaftsideen abgeschlossen. Stabilitätskosten werden reduziert. Aha. Sollen wir die 10 Punkte Prestige verlieren? Weil ich glaube ja mittlerweile, das ist total egal mit dem Prestige für uns, oder? Prestige beeinflusst viele Dinge, aber primär Denn ist das jetzt nicht einfach nur das Prestige von Dänemark? Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist doch einfach nur das Prestige von Dänemark jetzt. Ich habe es jetzt mal ignoriert. Ja, aber da haben die doch nichts gerissen, ne? Bitte, 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 bitte! Ja, das ist hier jetzt die schlechte Truppmoral, ne? Ja, da habe ich natürlich nicht dran gedacht, ne? Finanzieren Sie mal wieder voll. Bitte, bitte, bitte. Ihr schafft das noch, ihr schafft das noch, ihr schafft das noch. Okay, gerade noch so gewonnen. Cool. Und dann gehen wir ein kleines bisschen runter wieder. Ja, nicht so gut, ne? Entdeckung. Die Entdeckung von Minas breitet sich aus. Zeig mir mal. Nicht so wahnsinnig interessant. Wir kolonisieren erstmal. Wir kolonisieren hier erstmal ein bisschen weiter. Lecaye oder Les Calles. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein spanischer oder französischer Name ist, aber das lohnt sich für uns definitiv.
Ja, und ihr füllt mir die hier mal gerade wieder auf. Warum ist die Artillerie noch da drüben? Ich hätte eigentlich, wir ändern das, glaube ich, nochmal gerade. Gehen wir hier hin. So, verbinden wir mal die Truppen und jetzt teilen wir mal ganz schnell hier. Wo haben wir ein, eine Kogge, die teilen wir mal gerade ab. Wähl die Einheit mal aus. Die andere segelt mal kurz hier rüber. Und dann fährst du mir nämlich mal gerade mit dieser Infanterieeinheit hier rüber. Das scheint mir etwas sinniger zu sein. Und die Jungs schickst du mir hier hoch. So. So wird's gemacht, so wird's gemacht. Hoffentlich. Oh nein. Und der nächste Papsteinfluss ist wieder da, ja. Hm. Ich werde ihn nicht behalten können. Frankreich kriegt einfach mehr Papsteinfluss als wir. Schlecht. Okay, wir haben unsere Beziehungen da verbessert. Dann nehmen. Was haben wir hier? Dänemark verweigert den Händlern von Böhmen Zugang zu ihren Provinzen. Böhmen verweigert den Händlern von Dänemark Zugang zu ihren Provinzen. Kalabar wurde entdeckt. Das ist Afrika allerdings, ne? Afrika müssen wir Portugal überlassen, denke ich. Das ist für uns eine Sackgasse. Aber wenn wir uns mal so die Distanz angucken, das hier ist echt eine geringe Distanz. Jetzt im Vergleich, naja, obwohl bei uns war es auch relativ gering. Relativ gering. Das Ding hätte ich ja noch gerne. Unsere Kolonialreichweite. 2000? Hä? Das geht echt nicht? Das muss eigentlich gehen. Eigentlich muss das gehen. Was haben die denn da? Achso, die bauen gerade ihre Kolonie. 73 Kolonialwachstum zu 83. Portugal hat was? Wie viel Kolonialwachstum hast du denn? Auch 83. Ja, wir müssen nochmal diesen kolonialen Enthusiasmus oder wie das heißt bekommen. So. Wir hatten Beziehungen verbessert. Zu. Wo sind sie? Brandenburg? Ach, da verbessern wir noch, okay. Wir hatten Beziehungen verbessert zu. Wo waren sie denn? Wer war es denn? Pommern war es, ne? Ja. Shit, wollen sie immer noch nicht. Wollen sie auch nicht. Dann werden wir hier nochmal die Beziehungen verbessern. Zum Hansebund. Wir kriegen 2423 Rekrutenreserven. Das ist auf jeden Fall gut. Wir werden gleich auch Rekrutenreserven brauchen. Genau, und ihr segelt ja schon mal so hier runter, ne? Schön, ja. Also eine Flotte mit schön vielen Galeeren. Das ist genau mein Ding. Wähl die da mal aus. Geh mit denen auf das Schiff. Und die 960, die gehen hier rüber. Wir haben jetzt reduzierte Baukosten. Deswegen können wir viele Dinge wesentlich günstiger bauen. Also zum Beispiel die Botschaft, die jetzt nur noch 823 kostet anstatt 1000 irgendwas. Wir könnten noch die Mark bauen. Vielleicht wäre es sogar sinnvoll, darauf zu speichern, um den Ticking War Score in der Hauptstadt zu bekommen. Das halte ich vielleicht noch für eine ganz coole Idee. Also wenn wir hier unsere Mark errichten, denn dann wird diese Stadt sehr, sehr schwer einzunehmen sein. Wenn wir Glück haben, können wir da was provozieren. Religiöse Unruhen in Baden. Aber die haben wir niedergeschlagen, ja. Schön. B-
verbinde die nochmal. Wir können in einen Kardinal investieren. Ich will eigentlich keinen Berater rekrutieren, nicht so gerne. Nationale Rekrutenreserve ist bei 10% für wie lange ist sie denn da noch bei? Nur noch ein Jahr. Das ist nicht gut. Das ist nicht so gut. Vielleicht holen wir uns tatsächlich noch einen Berater, der das erhöht, aber puh, das ist echt knifflig, ne? Naja, okay, wir fahren auf jeden Fall mal weiterhin hier unseren Kolonialfilm, ja. Das mit den Truppen, da sind wir mal ganz gechillt bei. Durch Häfen 18,6. Wir können auch 3 Schiffe nehmen, das sollten wir auch noch machen. Auf jeden Fall 3 Schiffe mit einem halbwegs passablen Kampfwert. Galeeren wären halt gut, weil Großschiffe sind dann doch relativ teuer. Und ich trinke mal noch einen Schluck Tee. Das mit den Gebäuden lassen wir mal gerade. So, holen wir uns den Armeeunterhaltsmodifikator. Ist noch 2 Jahre der Zeit voraus. Schweden hat Militärtechnologie 10 und du auch. Ja, komm, wir machen's. Wir machen's. Okay, und wir haben jetzt mehr Kolonialreichweite. 33% kriegen wir nochmal dazu. Für uns auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Du verbindest mir die nochmal. Versorgungslimit ist bei 32 Einheiten, das ist perfekt. Sehen wir uns nochmal hier so ein bisschen die schwedischen Truppen an. Das ist recht viel. Dänemark hat eine richtig fette Flotte gebaut mit 10 Galeeren. Und wir können jetzt die Gegenreformation nehmen. Okay, ich schaue mir das nochmal ganz kurz an, lese das nochmal vor. Und wir sind jetzt auch im Krieg mit irgendwelchen Fraktionen. Und zwar mit dem Hansebund, hanseatische Eroberung von Hannover. Vielleicht eine ganz gute Idee, um Schweden nochmal ein bisschen abkacken zu lassen. Dänemark meine ich. Auf jeden Fall eine Idee für uns. Ich werde da schön erstmal im Hafen bleiben. Okay, also schauen wir nochmal. Seine Heiligkeit der Papst hat eine Kommission von Kardinälen damit beauftragt, die Herausforderung durch den Protestantismus zu beantworten. Während der katholische Glaube an sich nicht komprimiert werden darf, erkennen seine Heiligkeit und die meisten Kardinäle an, dass, das wird mit 2S geschrieben, dass einige der protestantischen Beschwerden korrekt sind. Darum schlägt das Konzil viele Änderungen in der Administration der Kirche vor. Ein Stopp für abwesende Bischöfe und die weltlichen Entgleisungen des Klerus. Zusätzlich werden mehrere Klosterorden gegründet, um den Anstrengungen der Gegenreformation zu helfen. Entschuldigung. Neue Entscheidung. Die Gegenreformation. Okay, so. Die Kriegserklärung dürfte aber was anderes gewesen sein, oder? Durch Österreich. Ah ja, okay. Die Entdeckung von Luanda. Aber das ist auch Afrika. Schauen wir nochmal ganz kurz so ein bisschen auf die Weltkarte und schauen wir uns mal ganz kurz nochmal die Religionen an. Schweden ist bereits protestantisch. Ungarn ist protestantisch und Böhmen ist protestantisch. Das wird natürlich kitzlig, ne? Dänemark ist auch fast protestantisch.
Okay, schauen wir uns mal schnell diese nationale Entscheidung an. Nimmt die Gegenreformation an. Also, wir bekämen plus 5 auf die Ideenkosten, plus 5 auf die Technologiekosten, plus 0,5 jährlichen Papsteinfluss, plus 2 Missionarsstärke und wir bekämen 2 Missionare. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ah, hier, was ist denn das? Skandinavische Nation. Oh ja, da braucht. Oh, da brauchen wir aber noch viel für. Das könnte man mit Dänemark bestenfalls irgendwie schaffen oder sowas, ne? Missionarsstärke, Toleranz gegenüber Heretikern. Stabilitätskursmodifikator, Toleranz gegenüber Heretikern, Stabilitätskursmodifikator. Da warte ich mal noch ein kleines bisschen. So, bewegen die sich was? Kommt an in südliche norwegische See am 19. Oktober. Das ist in 5 Tagen. Und du bist hier. Kommt in die norwegische See am 20. Das ist ein Tag zu spät. Dann bleibst du da. Denn sonst gibt es hier nämlich auf die Rummel. Oder warte mal, die haben doch fast nur Transportschiffe gehabt. Nee, fast nur leichte Schiffe. 4 Transportschiffe. 6 Großschiffe. Wir könnten hier eine krasse Marineschlacht schlagen. Haben die, die haben den Gottschalk Billing dabei, ihren Anführer. Was, wir sind über dem Einheitenlimit? Das ist doch Pupis, oder? Okay, wir lösen ein Transportschiff auf. Ich glaube nämlich nicht, dass ich so viele Transportschiffe mir leisten will. So, und du gehst auf jeden Fall mal hier hin. Und wir überlegen uns das mal gerade. Du kannst dich ja schon mal hier hin zusammentun. Die kosten leider diplomatische Macht. Das passt, das schmeckt mir nicht so. Den Gottschalk Billing, den gucken wir uns mal gerade in der Statistik an. Ist das nicht irgendwie Nummer 17 oder so? Nee. Besten Anführer, Nummer 12. Nach Landnahme. Okay, so, da, H wie Hansebund. 1, 2, 1. Ein Manöverpunkt. Ich glaube nicht, dass er so stark ist. Wir schauen mal. Die ziehst du mal zusammen. Da hat er schon die erste Flotte in die Flucht geschlagen. Ich möchte einen Landgefecht vermeiden. Aber auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, wenn wir einen Krieg führen gegen Schweden und Dänemark, ist ein Admiral nicht schlecht. So, du bist im Hafen. Das ist der schlechteste Admiral aller Zeiten. Der hat nur einen Punkt. Ist das so bekackt? Ey, ich gucke mir nochmal gerade meine Flottentradition an. Ey, die ist bei 16,3. Die ist nicht gut, aber die ist auch nicht so mies. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich versuch's. Ich riskiere es jetzt. Ich riskiere das. Ah, ja, da sind sie ja. Wip, wip, wip. Nein, ist zu schnell. Er hat vielleicht Gewaltrudern aktiviert. 5. November. Nee, weißt du was? Weißt du was? Nee. Lass den mal schön hier die Schweden das ganze Ding da blockieren. Das lass ich mal schön zu. Das lass ich mal schön zu. Er soll die Schweden ruhig blockieren.
Ich helfe ihm hier. Ich helfe den Dan hier nicht, aber die werden es wahrscheinlich packen. Die werden es wahrscheinlich packen. Es ist auch... Boah, Alter, es ist auch nur der Hansebund. Es ist auch nur der Hansebund. Ach, jetzt werfen die da so viel Potenzial weg, ne? Hauptsache Polen erholt sich nochmal irgendwann. Okay, ja. Sternförmige Befestigung können wir hier noch bauen. Die Mark. Da brauchen wir einfach nur das Geld, ne? Aber es bringt 200% Verteidigungsfähigkeit. Nachschublimit 0,05, Fort Level 1. Erhöht das halt nochmal. Irgendwas noch hier an Militärgebäuden, die das erhöht? Nee, ne? 61. Wir sparen auf die Mark. Und dann haben wir immer noch einen Rückzugspunkt. Ja, wir machen das so. Geh mal hier ruhig in den Hafen. Bin die jetzt automatisch wieder aktiv? Geh mal hier hoch. Bevor irgendwas Doofes passiert. Ja, es ist natürlich einer meiner interessantesten Verbündeten gerade. Zu stark geschwächt, um hier irgendwas machen zu können. Und Dänemark spielt es halt mal wieder clever aus gegen Oldenburg. Sehr, sehr ätzend. Sehr, sehr ätzend. Interessant ist halt, dass der hanseatische Eroberung von Hannover, okay, die haben also Oldenburg den Krieg erklärt. Wir haben einen Händler bekommen. Ist er gut? Ist er gut? Das sehen wir hier. Globaler Handelseinfluss wird einer von den beiden gewesen sein. Die sind nämlich noch so am jüngsten. Es wird irgendwie so einer gewesen sein. Aber die sind halt identisch, das bringt uns eigentlich nichts. Globale Zölle. Ja, aber der ist halt auch schon alt, ne? Das kostet halt auch wieder Geld. Ich spare lieber auf die... Ich glaube, wir sparen tatsächlich echt auf diese Mark und kolonisieren hier mal peu à peu weiter. Religiöse Unruhen in Oldenburg. Ulala. La-di-da. Großbritannien ist Kontrolle der Kurie. Pack mal hier die Punkte rein. Handelskriegsgrund gegen Großbritannien. Aha. Embargo. Ja, gut, was willst du da machen? Ich meine, wir könnten halt selbst einen Embargo verhängen. Ah ja, schön, ja, ja, schwächt die schwedischen Truppen. Ja, 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 guck mal da, guck mal da. Sehr schön. Stellt ein paar Truppen auf, macht sie ruhig fertig. Ah ne, das sind gar keine Landstreitkräfte. Ärgerlich. Schade, schade. Schade, schade, ja, ja. Aber schwächt mir schön mal die Schweden. Diese stinkigen Schweden. Eine krasse Flotte. 10 leichte Schiffe. Ja. Meinung Norwegens gegenüber Dänemark hat sich um minus 25 geändert. Ja, in Herrgotts Namen, ne? Also zu gut leiden können sollten sie uns nicht, ne? Schmale Straße über große Welt verbindet die Provinz mit Fyn.
Ja, genau. Ah, Eingeborene in San Lucia verlieren einen Punkt Aggressivität. Also ob das jetzt noch entscheidend wäre, das ist es natürlich nicht, aber weil es ist gleich schon unsere Kolonie, aber gut. Verbreitung des Protestantismus in Akershus. Die sind jetzt auch reformiert. Sehr schön. Ach, das ist meine Hauptstadt, ne? Ja, dann sollten wir doch mal gucken, ob wir unsere Religion wechseln. Ach, die sind jetzt reformiert, okay. Religiöse Einheit, Religious Unity, ist noch bei 91,7%. Aber ihr seht hier, das würde sich nicht lohnen, die zu ändern. Konvertieren kann ich noch nicht hier. Wenn ich das recht sehe. Ihr könnt während des Krieges nicht die Religion wechseln. Protestantisch ist nun eure Staatsreligion. Von Norwegen verlieren 3 Stabilität, erhalten 143,9 Dukaten. Religion in Curaçao ist nun protestantisch. Verlieren 3 Stabilität. Curaçao ist reformiert. Aber protestantisch ist mir dann eigentlich fast lieber. Wobei die Handelseffizienz ist natürlich auch geil, aber die Ideenkosten um 10 reduzieren, das ist natürlich schon nice. Das können wir uns ja mal noch ausrechnen auf der Religionenkarte. Es wäre natürlich schön, wenn wir einen protestantischen Unterstützer fänden. Aber da England noch katholisch ist, wäre das für uns auch nicht so schlecht eigentlich. Ach nee. Wir haben jetzt 2 Kardinäle. Ja, schade ist halt nur, dass der 75 ist, ne? Aber der ist 77. Wenn ich Glück habe, stirbt der vorher. Dann bin ich mal kurzfristig Kontrolleur der Kirche. Können wir mal gucken, ob wir da noch was dann mit unserem Kapital machen. Wir haben unsere Mission erfüllt. Bekommen also dort 1 Punkt Grundsteuer und 13 Rekrutenreserven. Neue Kolonialnation Norwegisch-Westindien bildet sich aus den Überseeprovinzen von Norwegen in der Kolonialkaribik. Die neue Nation ist unabhängiger Besitz ihres Mutterlandes, kann sich aber im Falle schlechter Verwaltung in ferner Zukunft losreißen. Zeig mir das gleich mal. Jetzt bin ich gespannt. Also das ist jetzt Norwegisch-Westindien, aber die gehören doch noch zu mir, ne? Nur im Falle schlechter Verwaltung, ne? Gouverneur Simon Arneson ist eine Kolonie von Norwegen. Okay. Ich bin jetzt gerade irritiert. Ich kann ja jetzt auch keine Gebäude bauen. Hä? Okay, wir senden da mal noch einen Kolonisten hin. Ich hoffe, Kultur norwegisch, katholisch, ja. Steuer 0. Ich hoffe, das bedeutet jetzt nicht das, was ich gerade befürchte. Schick mir die mal nach Lübeck gerade. Bleib hier. Wenn es das bedeutet, was ich gerade befürchte, dann werde ich jetzt gleich eine ganze Menge Geld verlieren. Könnte das sein?
Nee, ich krieg sogar mehr. Weil ich den Handel wieder schütze? Ich weiß es nicht. Naja, Hauptsache, ich krieg noch hier diese Provinz, Militärzugang von Österreich. Klar. Neue Kernprovinz erhalten. Okay, großartig. Ich, ihr könnt euren Kolonien nicht in Krieg erklären, okay? Ich schenke mir nochmal hier einen Schluck Tee nach, ja. Verbessert die Beziehung zu Schweden und zu Kastilien. Ist eine Kolonie von Norwegen. Meinung: Gleiche Religion, gemeinsamer Krieg, koloniale Bande. Okay. Also die haben sich jetzt einfach... What? Jetzt sind wir gerade... Pommern, Württemberg, nee, Moment. Militärische Nachrichten. Doch, nee, militärische Nachrichten. Wo habe ich jetzt gerade... Hä? Aber wo habe ich denn jetzt gerade hier verloren? Und wo sind meine Schiffe? Ist jetzt gerade meine komplette Flotte gesunken, oder was? Scheint so, ne? Es scheint so. Scheint so, als hätten sie gerade meine komplette Flotte mit Handelsschiffen versenkt. Ja, 5 Stück, alle weg, komplett weg. Was geht denn ab? Ich hau dir gleich. Also. Das ist ja nicht wahr. Ah, der braucht noch so sau lange. Ja, wie das jetzt also hier mit dieser Kolonialnation wird, da bin ich ja echt mal gespannt. Weil wir müssen ja auf jeden Fall versuchen, dass wir die jetzt halten, ne? Sonst wird es nämlich bitter für uns. Wenn wir die Kolonie verlieren, dann sind wir im Arsch, ne? Also, das ist ja klar. Hier ist auch schon portugiesisch Westindien. Neue Idee, ja. Zusätzlicher Kolonist, ich hol mir, ja, klar. Ich schicke hier auch noch einen hin, ja. Klar. Ja, jetzt kann ich mich direkt mal schön wieder um eine neue Flotte bemühen. Es ist ja toll, dass ich gerade Geld spare und jetzt ist wieder alles weg. Es ist halt so typisch, ne? Ja, klar, wir verlieren 10 Prestige. Warum nicht? Es ist doch eh das Prestige von Dänemark, oder? Maximalen Beziehungen wurden erreicht. 100. Dann warten wir mal, bis unser Diplomat zurück ist. Brauchen sich gar nicht anschließen. Papst Clemens ist der neue Papst. Leider kontrolliert England immer noch die Kurie.
Wir können die Inflationsreduktion senken durch diese neue Idee. Aber ich glaube, wir sind hier jetzt auch nicht mehr der Zeit voraus, ne? Ganz genau. Da können wir jetzt so langsam auch mal wieder hier in die Technologien reingehen. Und hier ist momentan am wenigsten Papsteinfluss drin, aber wir warten, bis wir einen direkt übernehmen können. Ah ja, der geht momentan nach Leskai, ist gut, okay. Dann geht er mal hin. Okay, weißt du was, dann erlaubt doch den Anschluss, komm. Vielleicht bleibt er dann da stehen. Na also. Die haben schon ganz schön viele Truppen jetzt zusammen, die Burschen, ne? Also, können die mich... Also, die Frage ist echt, werden die mich in meinem Unabhängigkeitskampf unterstützen? Ich kann es gerade schwer sagen. Ja, ich muss jetzt keine Kolonien mehr unterhalten, deswegen ist jetzt da... Deswegen ist der koloniale Unterhalt weggefallen, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob... Ich bin einfach noch zu unerfahren in dem Spiel, um das jetzt so sagen zu können. Aber gut, ja, Leute, es bleibt schwer für uns und es ist ätzend. Und wenigstens hat der Hansebund noch meine komplette Flotte vernichtet. Ich bedanke mich dafür nochmal bei diesen Vollspaten. Es war auf jeden Fall toll. Ich hoffe, dass sie annektiert werden und mir danach meine Schiffe zurückersetzen müssen, was sie nicht tun müssen. Aber gut, ich kann hier nichts machen. Alle leichten Schiffe weg. Alle. Auf einmal. Alle. 100% Instand. Alle weg. Alle. Komplett. Nada. Nichts mehr übrig. Ich weiß nicht, wie das gehen konnte. Vielleicht, weil die Flotte so groß war, weil die so einen tollen Admiral haben im Gegensatz zu mir. Naja gut, wir werden sehen, wie das weiterläuft. Es bleibt auf jeden Fall knifflig. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Fadewell.